Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der heißen Wüste. Ja, Temperaturen sind jetzt auch ein bisschen runtergegangen, aber hier in der Wüste ist es immer noch heiß. Und wir haben immer noch das Problem, wir müssen irgendwie hier verzweifelt. Ja, ich schnapp ihn mal mit. Die guten Mortimer oder wie er auch immer heißt. Und wir müssen irgendwie versuchen, hier hinten in die große Kammer zum Kommen, aber es ist irgendwie sehr arg schwierig hier. Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man einen Mechanismus im Boden auslöst. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ich würde ja rüberspringen, aber ich weiß nicht, ob es auf der anderen Seite der Druckplatte eine weitere Falle gibt. Okay, können wir denn vielleicht irgendwie mit einem von der anderen? Kann Ivo vielleicht irgendwie hintere springen oder? Hallo? Ja, hier? Okay, sie kann nichts machen. Dann kommt Häschenohrenvieh. Ja, Falle. Aber wir können hier. Okay. Können wir denn irgendwas damit benutzen? Wir haben doch hier den Meißel, oder? Können wir. Oh! Okay, kommen wir damit jetzt vorbei? Jawohl! Juhu! Okay, wir müssen noch irgendwie die Kugel wegkriegen. Dann gehen wir mal hier nach hinten. Mit Nate und Mumie. Die Kugel muss Tonnen wiegen. Gibt es keinen anderen Eingang zur Grabkammer? Grabkammer? Irgendwie muss ich sie wegbekommen. Okay, da können wir. Lecker. Wenigstens muss ich ihn jetzt nicht mehr mit mir herumtragen. Mistkäfer riechen den Dung. Sie sind ganz aufgeregt. Sie laufen an den Wänden des Lochs hin und her. Sie suchen eine Möglichkeit, zur Kugel zu gelangen. Okay, dann müssen wir denen irgendeine Kugel hoch. Ja, irgendeine Möglichkeit geben. Nein. Jetzt nicht, vielleicht später. Ja. Unser weißes Puder mit dem Hammer eins draufgeben, nein. Das alte. Die Holzplank. Na, guck mal da. Ja, entscheide dich, komm, du schaffst es. Gleich kriegst du es hin. Ja, jetzt. Lauft, meine Arbeiter! Holt euch die Mutter aller Mistkugeln! Sie schaffen es. Gemeinsam sind sie stark. Allerdings nicht sehr clever. Okay, ja, das war blöd von Ihnen. Und jetzt können wir da drüben Licht machen. Jetzt müssen. Also nochmal. So, dann kann unser Vieh hier rein. Ja, du machst es gut. So, dann lassen wir es hier wieder im Laufrad laufen. Gut so, oder Luca? Und dann können wir dieses Mal hier mit Prinzessin Ivo vielleicht da drüben rein. Und was haben wir hier? Ja, betritt den Raum, haben wir ja gemacht. So, hier hat es einen Hebel. Irgendein Gehege. Hinter dem Gitter liegen einige Knochen auf dem Boden. Von mittelgroßen Schlangen oder echsenartigen Tieren, würde ich sagen. Okay.
Dann haben wir hier einen Hebel. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Falle. Ach nee, da hinten an der Tür. Ach, jetzt ging eins auf. Aber wir müssen das zweite auch nehmen. Okay. Und da drüben... Mit solchen Rädern kann man schwere Maschinen händisch bedienen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann nimm das doch mit. Das ist doch gut. Sonst noch irgendwas? Halt da oben. Na, stopp! Statue! Zu einer Zeit, als die meisten anderen Menschen noch Faustkeile gemacht haben, wurden hier filigrane Steinarbeiten hergestellt. Beeindruckend. Yep. Natürlich lebten wir Elfen zu der Zeit schon in mehrstöckigen Wohnhäusern, hatten 60-köpfige Orchester und eine allgemeine Krankenversicherung. Aber für Menschen nicht schlecht. Oh, immer dieses Überhebliche. Okay, also da hinten an dem Mechanismus müssen wir wohl beide hier raus. Und wir hatten ja genau das gleiche... Oh, ja, schön ist sie durch die Wand gelaufen. Wir hatten ja das gleiche Teil auch da drin. Und wir haben hier auch noch... Also wir müssen diesen Hebel hier auch irgendwie benutzen. Aber da ist unser Problem... Komm, kannst du mal raus hier. Wir kommen nicht an der Falle hier vorbei. Und die Frage ist, was... Oh, zach. Ja. Passt da vielleicht diese Kurbel, wo wir gerade eben... Also, wir gehen mal zu Ivo. Hallo? Und geben das Uhr... Ah, können wir machen? Ja, das ist nimm. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man die Sachen weitergeben kann. Machen wieder einmal die gute Limbo. Und benutzen... Jawohl! Und der Maschinenraum ist auf. Und damit ist Nate befreit. Ja, er ist hier einfach auch praktischer. Sehr schön. Wir können in den Maschinenraum. So, die Frage ist jetzt natürlich, so. Verdächtig aussehende Löcher in der Wand. Da hinten ist irgendein Hebel. Ist bestimmt wichtig. Ja, wissen wir ja schon. Dann können wir nachher Ivo drüben machen lassen. Vieh geht in die Maschine rein. Nett. Ja, hier Mumie kann... Na, Mumie kann mal wieder nichts sagen. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit, das hier irgendwie rein? Das Brett irgendwie da davor zum... Nein. Verschrumpelte Samenkörner auch nicht. Was ist denn hier drin? Die Steintruhe hatten wir auch. Ist das ein weiterer Sarkophag oder sowas? Nein, das ist eine Werkzeugtruhe. Ziemlicher Aufwand, um ein paar Werkzeuge zu verwahren, oder? Lorem Ipsum wurde mit Wissen und diesen Werkzeugen erbaut. Wir verehren sie. Okay. Weißt du, wie man die Truhe öffnen kann? Du musst den richtigen Code einstellen. Er lautet gelb, rot, rot, blau, grün. Du erinnerst dich daran? Warum sollte ich nicht? Oh mein Gott, der ist echt... Der ist echt irgendwie komisch. Verschiedene Hämmer, ein Zirkel, ein Lot. Nicht sehr beeindruckend. Was ist das? Das ist nur ein Standard-Zeitmanipulator. Du solltest lieber das Lot mitnehmen. Zeitmanipulator? Er hält in einem kleinen Bereich die Zeit für ein paar Sekunden an. Praktisch, wenn man Arbeit an sich schnell bewegenden Teilen verrichten muss. Aber mit einem Lot kannst du Sachen genau senkrecht zum Erdboden bauen. Das ist... Ich glaube, ich bleibe bei dem Zeitmanipulator-Dings. Ja, dann können wir ja mit dem jetzt hier dran vorbeilaufen, oder? Sehe ich das richtig?
Friere die Zeit für die Kugel ein. Ja, dann machen wir das doch. Das könnte funktionieren. Ob ich die stachligen Mistdinger einfach aus der Luft pflücken kann? Nur wenn dir das Gift nichts ausmacht, in dem sie getränkt sind. Vielleicht kann ich mich irgendwie hindurchschlängeln. Ich könnte dort und dann hier. Man müsste schon ein Schlangenmensch sein, um durch die Kugeln zu kommen, ohne eine davon zu berühren. Vieh? Hallo? Okay, dann müssen wir das nochmal probieren. Also, ich bin zu groß und zu ungelenkig, um mich durch die in der Luft stehenden Kugeln zu schlängeln. Ja, ich hab's ja verstanden. Ich nehme dich ja schon. So. Kriegst du Push? Müssen wir ihm erst den Manipulator geben, oder? Okay, also nochmal. Einmal. Wir geben... Auch nicht. Ich wollte mir das Ding hier nur mal genauer ansehen. Okay, ja, ich... Ich bin zu groß und zu ungelenk. Ja, habe ich ja kapiert. Gib auf Vieh wechseln. Okay. Hier, nimm den Zeitmanipulator. Aber schön vorsichtig und nicht damit auf Leute zielen. Na klar, habe ich verstanden. Okay, Hixabui? Dum, 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 dum. So, jetzt hier einmal bitte Hebel. Gut, und jetzt hätten wir eigentlich Ivo drüben auch gebraucht, aber dann läuft niemand hier in der Maschine, oder? Man hat vor Jahren versteinerte Knochen riesiger Echsen gefunden. Wenn früher alle Tiere größer waren als heute, könnte das hier einem gewaltigen Hamster gehört haben. Ja, ich möchte ja hier, es muss ja drüben einer laufen, oder? Ivo, kommst du hier ach, das Licht leuchtet noch? Okay, dann können wir sie hier hinschicken. Zack. Und jetzt brauchen wir nur noch Nate, der dann rüber geht und die Steinscheibe dreht, richtig? Lass mich raten, hinter dieser Tür befindet sich die Grabkammer des Pharao? So ist es. Wie öffnet man sie? Du musst... hast du mal daran gerüttelt? Ja, ich dachte, ich hab's jetzt schon. Komm, Drehscheiben. Ah, ja. Wegfindung. Klappt. Da ist auch noch ein Hut. Das sieht aus wie von Indiana Jones persönlich. Ja, klappt doch. Das war's. Sesambrötchen. Betritt die Grabkammer. So. Wow. Die Grabkammer des Pharao Tutot. Ja, das ist er. Habt ihr jemals so einen hässlichen Kerl gesehen? Dann ist das da wohl das Buch der Toten. Sieht so aus. Holen wir es und dann nichts wie raus hier. Nein! Oh. Oh, klar. Ich wollte nur gucken. Wow, das ist beeindruckend. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir sowas früher hatten. Ihr habt mich konstruiert, ehrwürdiger Tut, Tut. Okay. Ehrwürdiger Tut, Tut? Dann ist Mortimer in Wirklichkeit der Pharao? Ehrwürdiger Tut, Tut? Ja. Du bist Pharao Tut, Tut? Scheint so. Hey du! Befreie mich von dem hier. König Tut ist wieder da. Hurra! Wie dem auch sei. Ich schätze, es ist okay, wenn wir das Buch der Toten jetzt mitnehmen.
Wie kommst du darauf, Sterblicher? Ich bin nicht Gottkönig der Wüste geworden, indem ich meine Sachen verschenke. Oh nein. Oh nein, schon wieder eine Aufgabe. Ach nee, jetzt macht der uns ja auch noch das Leben schwer. Schaut ihn euch an. Sitzt da wie ein Pharao. Ohne Gehirn. Okay. Gut, reden wir mal mit ihm. Vielleicht können wir ihn ja irgendwie überreden. Hi. Sei gegrüßt, Untertan. Oh, grüßen waren... Oh, klasse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor der Pyramide vom verrückten Pharao Tutut gesprochen hast. Daran würde ich mich doch wohl erinnern. Als wir hier reinkamen, hast du dich selber hässlich genannt. Und ich würde das Wort des Pharao nie anzweifeln. Du bist verrückt und hässlich. Wo bin ich? Oh, nein. Ich hätte nicht gedacht, dass es zu deiner Zeit schon Golems gab. Natürlich gab es sie. Ich habe sie erfunden. Wie hätten wir ohne riesige lebende Steinstatuen die Pyramiden errichten sollen? Sklaven? Mit Seilen, Schlitten und viel Muskelkraft? Immer wenn ich eine Golem-Geschichte höre, endet sie in einer Katastrophe. Ach was, wenn man sie weise und maßvoll einsetzt, passiert nichts. Unser blühendes Lorem Ipsum da draußen ist der Beweis dafür. Na, klasse. Das Buch der Toten. Du hast es, ich brauche es. Was genau willst du mir damit sagen? Findest du nicht, dass du mir etwas schuldest? Dir etwas schulden? Ja. Ohne mich wärst du nie hereingekommen. Ich habe die Pyramide geöffnet. Ich habe zusammen mit meinen Freunden das Tor zur Grabkammer geöffnet. Ich habe dich sogar die Hälfte der Zeit auf meinem Rücken herumgetragen. Kennen wir uns? Auf Wiedersehen, Sonne der Wüste. Was? Wer? Na, ja klar. Wenn man aussteigt, dann vergisst man plötzlich alle Freunde hier. Haben wir hier irgendwas, womit wir ihm irgendwie... Nee, hier mit eins über den Schädel brummen. Holz haben wir... Nochmal? Was könnte ich, Wurm, den Gottkönig der Wüste schon fragen? Ja, hier die... Na, oder auch nicht. Hier auch nicht. Was haben wir sonst noch? Ein Spiegel. Auch nicht. Mit den beiden hier kriegen wir auch nicht hin. Es fehlt schon ein bisschen. Sagen wir mal Ivo. Oder haben wir hier irgendwie... Ach, wir haben da auch hier Wandmalereien. Komm, mit Nate ist irgendwie witziger. Die Wandmalereien scheinen etwas mit diesem Brett mit den Kugeln darauf zu tun zu haben. Vielleicht eine Art Ritual? Okay. Was könnte ich, Wurm, den... Ja, habe ich ja verstanden. Okay. Ein Brett mit 16 Kugeln, die eine Art Pyramide bilden. Oh, das wird wieder irgendein Rätsel wahrscheinlich. Ein Brett mit... Ja, hab ich verstanden. Die Wandmalereien scheinen etwas mit... Vielleicht ein... Okay, was haben wir hier sonst noch? Ein Tunnel? Da könnten wir Sphi reinschicken. Der Tunnel ist eindeutig neueren Datums als der Rest hier. Ich vermute, dass es Mortimers Weg hier raus war, nachdem die Steinkugel ihm den Rückweg versperrte. Okay, schauen wir uns mal noch an. Ja, schau mal, wo der Tunnel hinführt. Ich zieh dich raus, falls du stecken bleibst. Hätten wir früher von dem Gang gewusst, hätte uns das einige Mühe erspart. MacGuffin wollte die Grabkammer vielleicht vor Grabräubern schützen. Oder er wollte seinen privaten Zugang, um die Kammer später selber ausräumen zu können. Ach, Mortimer?
Okay, damit kommen wir raus, aber das ist jetzt eigentlich noch nicht ganz unser Ziel. Wir möchten eigentlich, ich möchte nochmal in die Grabkammer, betrittige Grabkammer, komm nochmal hier. So, was gibt's hier noch? Ich habe mich noch nicht überall um, da geht's direkt. Hier ist Bugs. Pulatus Bruncho. Komm, Nate, mach du das mal. Box? Im Inneren dieses Steinsarkophags dürfte der goldene Sarkophag des Pharao gelegen haben. Dürfte eine böse Überraschung für Mortimer gewesen sein, dass er noch bewohnt ist. Okay, können wir nicht mit ihm reden? Hi! Ah. Sei gegrüßt, Untertan. Na. Was hat es mit diesem Brett und den Kugeln auf sich? Das ist das Nimmspiel. Mein Lieblingsspiel. Ich bin unschlagbar darin. Tatsächlich? Wie funktioniert es? Also, man muss... ja, genau. Jeder von uns darf abwechselnd eine beliebige Menge von Kugeln vom Brett nehmen. Aber immer nur Kugeln aus einer Ebene der Pyramide. Und wer die letzte Kugel nimmt, der hat verloren. Willst du eine Partie spielen? Ach, das kommt mir doch sehr bekannt vor, dieses Spiel. Ja. Ja, das war... Aber ich denke, das schauen wir uns dann morgen in einer neuen Folge an, wie wir das ganze Rätsel hier lösen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, gib ein Like, wenn es dir gefallen hat und ja, bitte ignorier du nicht deine Freunde, wenn du dann ein bisschen aufgestiegen bist. Ja, nicht wie unser guter König Tutut. Vorher noch Freunde, wir durften ihn rumtragen und jetzt hier, ja, mein Untertan. Also bis morgen dann, ciao, ciao.